Hallo, der Blind Spectator war hier gefunden und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Monkey Island. Wir sind gerade tief im Inneren einer Seekuh. Sprichst du mit mir? Ja. Oh, ich. Willkommen im Paradies! Paradies? Das Land der ständigen Entspannung, erlösenden Töne und Sekrete im Überfluss, solange sie dein Magen ertragen kann. Irr. Was bringt denn euch hier runter? Wir suchen nach etwas ganz Alltäglichem, die Hörschnecke einer Seekuh. Hey, wir hätten da... Ist ja gut. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, von was du da sprichst. Und wenn, wäre das ein Geheimnis der Bruderschaft. Der Bruderschaft? Die Vereinigte Demokratische Brüderschaft des Seekuh Interiors. Vereint stehen wir, gemeinsam feiern wir. Ihr Jungs lebt also hier unten? Du meinst sicher, ihr lasst hier die Puppen tanzen? Das ist unser ganz persönliches Stück vom Himmel. Du kannst gerne bleiben, aber bitte, beunruhige die Seekuh nicht. Hier mein Plan. Du schnappst dir Johnny Leberschaden da drüben und ich werde dem Anführer an den Kragen gehen und ihm die Eingeweide rausreißen. Der Bongo-spielende Holzkopf sollte für keinen von uns ein Problem sein. Wer auch immer ihn als erstes erreicht, darf ihn kalt machen. Ich persönlich würde ihm die Kehle durchschneiden. Er beißt sicher gerne. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du hast recht. Ich bleibe auf Distanz und versuche, die Arterie zu treffen. Nein, nein, ich meine, wir können diese Jungs doch nicht einfach abschlachten. Die Voodoo-Lady hatte von Dekava Besitz ergriffen und sagte auch, man bräuchte sie, um an den Schwamm zu kommen. Schön. Wie lautet dann dein Plan? Ich werde mit ihnen reden. Reden? Mächtige Piraten reden nicht. Wir haben keine Zeit zum Reden. Mo, Süße, ich mach das schon. Lehn dich zurück, entspann dich ein wenig und überlass das mal schön Guybrush Threepwood. Geh und schnür dein Korsett, polier deine Stiefel oder was immer jetzt anliegt. Einverstanden. Wenn die Verhandlungen scheitern, brauchst du aber nicht angekrochen zu kommen. Hier hat sich Guybrush wohl ein bisschen anders vorgestellt, obwohl er eigentlich alles über ihn weiß. Kräftig und eher der stille Typ, hm? Guybrush Threepwood ist der mächtigste Pirat in der gesamten Karibik und LeChuck ist ein Schlappschwanz. Sag einfach nichts, wenn du das auch denkst. Ganz recht. Bis dann. Arbeite nicht zu viel. Okay. Hallöchen, Guybrush Threepwood. Hola, ich bin Moose und das ist mein kleiner Santino. Er hat einen Namen? Ja, ist mehr ein Spitzname. Wie der Santino. Er ist der coolste Typ, den ich je kannte. Ah, logisch, Alter. Kann ich dich für ein Getränk begeistern? Das ist mal ein Strohhalm. Manchmal möchte man einfach einen schnellen Schluck Sekret. Dafür ist er ja genau richtig. Ich sollte das wirklich nicht tun. In Ordnung. Aber das bedeutet, dass du das nächste Mal ein, zwei nehmen musst. Na gut. Befindet sich eine ansehnliche Menge Blei in deinem Drink? Nein, Mann. Das hier ist reinstes, ungefiltertes Sekret. Seit wir hier unten sind, fahre ich voll auf dieses Zeug ab. Du trinkst das. Worauf du wetten kannst. Wir haben es hier im Überfluss, mein Freund. Erzähl mir was über das Sekret. Welche Sorten gibt es? Hast du einen Lieblingsgeschmack? Vor 3 Jahren hatten wir ein gutes Jahr. Kräftiges Zeug. Das hier ist orangefarben. Ich stehe total drauf. Es hat ein blasiges, überschäumendes Temperament, gepaart mit einem scharfen Beigeschmack. Hüte dich aber vor dem gelben Zeug, das du in den Ansammlungen findest, Mann. Das frisst einem Nautilus die Schale vom Leib. Widerlich. Was machst du mit dem Trichter? Das ist Jumbo Jimbo, mein maßgefertigter Trinkapparat. Ich hole ihn nur für besondere Anlässe heraus. Wie ein Mittagessen? Man muss das Leben eben feiern, Bruder. Ich hebe das Glas auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter. Was ist der Anlass? Piratengeschichtenmonat. Wuhu! Der zieht einfach. Okay. Währenddessen kann man hier quasi ein bisschen schön rummanipulieren.
Wie auch immer man das tun will. Jeder Saugwurm, den ich vergeude, bedeutet ein... Ich weiß aber noch nicht, was wir manipulieren müssen, weil das ist ihm scheißegal. Pass auf das Gebräu auf. Tollpatsch. Entschuldigung, magst du das Zeug wirklich? Kitzeln Walross Barthaare, wenn sie dich berühren? Junge, und wie? Okay. Hallo. Was geht? Was weißt du über die verschollene Hörschnecke? Nichts. Das ist ein Geheimnis nur für Brüder. Ich habe nachgedacht, ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Sprich mit Magai darüber. Er ist unser inoffizieller Chefdenker, Ombre. Okay. Man sieht sich. Bis später. Also da müssen wir irgendwo das Ding dann manipulieren. Verstehe ich. So, hier haben wir den Dummen. Sind das Seekuhfleisch-Bongos? Ja, die erzeugen einen tollen Klang. Ich glaube, das liegt daran, dass sie voller Galle sind. Schade, dass das nicht bei den Menschen funktioniert. Der klingt wie der Zeitungsmensch. Ahoi! Oh, hallo! Du bist hier der Tonmeister, hä? Ich spiele einfach gern. Das entspannt mich. Ich kann das nachempfinden. Ich hatte meine richtig heiße Maultrommelphase. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin Nugi. Wie heißt denn deine hübsche Freundin? Sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ihr Name ist Morgan Le Fay. Warum? Findest du, dass sie ein heißer Feger ist? Naja, ja. Sie würde dich mit Haut und Haaren verputzen wie ein Piranha, dem du den kleinen Finger in den Pool servierst. Hey, Affengeil! Ich habe nachgedacht, ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Oh, ja. Buckeye kümmert sich allgemein um die Verwaltungsangelegenheiten. Du solltest mit ihm reden. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Okay, dadurch steigt hier der Shit. Nugi, mein Freund! Gefällt's dir hier unten? Oh ja. Ich hätte es nie geschafft, Coronado de Cava im Stich zu lassen. Erst nachdem wir uns getrennt hatten, wurde mir klar, was ich alles versäumt hatte. Ich werde nie wieder für einen Tyrannen arbeiten. Die Demokratie macht das Leben lebenswert. Durch sie habe ich auch eine Stimme. Macht dich die Feuchtigkeit nicht krank? Man gewöhnt sich daran. Du scheinst mir ein offener Mensch zu sein. Erzähl mir etwas über die verschollene Hörschnecke. Niemals! Ich gab diesen Männern das Versprechen der Bruderschaft und das werde ich niemals brechen. Es ist ein Geheimnis nur für Brüder. Also sie haben das absichtlich manipuliert, damit die, damit das Viech nie sein Ziel findet. Mit Walross. Mit Seku. Okay, der macht das nur eine Zeit lang. Haufenweise toller Schätze. Aber was ich brauche, ist ein Voodoo-saugender Schwamm. Gut, reden wir mal mit ihm. Ahoi! Tut mir leid, ich glaube, ich habe deinen Namen nicht richtig verstanden. Ich heiße Buckeye. Ich bin in mich gegangen und möchte jetzt der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seku-Interieurs beitreten. Ist dem so? Ja, allerdings muss ich zugeben, dass ich gleichzeitig eine Bewerbung bei der oligarchischen Gesellschaft der Alpaka-Kamele eingereicht habe, aber nur als zweites Standbein. Das hat nicht zufälligerweise etwas mit einer verschollenen Hörschnecke zu tun, oder? Ach, woher? Mir gefällt einfach, wie du so drauf bist. Also, über die Aufnahme wird durch einstimmige Wahl entschieden. Das gilt auch für einen Piraten wie dich. Schließlich leben wir in einer Demokratie. Nugi, Moose, Santino und meine Wenigkeit gründeten ein Kollektiv, weil wir es satt hatten, ständig von tyrannischen Abenteurern, die irgendeinem bedeutungslosen Schmuckstück hinterherjagen, wie Sklaven missbraucht zu werden. Wie ein, sagen wir mal, riesiger Schwamm? Ganz genau. Wir kehren nie wieder in unser altes Leben zurück. Die Bruderschaft haben wir gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Abenteuer ein Abenteuer ohne Ende ist. Weg mit dem Kerl! Und den ganzen anderen Kram. Soll ich eine Wahl anberaumen? Ja, mach mal. Ja, ich habe immerhin schon einen Fuß in der Tür. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten.
Klasse. Wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend, was sagst du dazu? Tja, nein. Nein, ich denke nicht. Was hat er denn zu bieten? Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Ein ganz offensichtliches Nein. Was? Das ist doch lächerlich. Ja, nein, Stimme, Bruder. Und natürlich meine Stimme. Sie lautet Nein. Ich bin schockiert. Nicht eine einzige Ja-Stimme. Das ist ja noch schlechter als mein Ergebnis bei der Wahl zum Klassensprecher. Okay. Das heißt, wir müssten sie dann jeweils beeinflussen, weil Ahoi. Die zu uns stimmen. Was jetzt? Was hältst du davon, dem guten alten Guybrush Threepwood bei der Wahl deine Zustimmung zu geben? Klar. Komm schon, warum denn nicht? Warte mal, meinst du das wirklich? Du bekommst meine Stimme, sobald du gegen mich in einem Piraten-Grimassen-Duell gewinnst. Wir wollen in der Bruderschaft keine Warndusche. Wird das sehr wehtun? Höchstens deinem Stolz, Johnny Keks. Ich zeige dir meine beste Piratengrimasse und dann musst du das lediglich toppen. Originalität zählt. Ich bin ein Pirat mit Gesicht. Das sollte folglich ein Kinderspiel für mich sein. Bereit? Ich beginne. Also gut. Wir freuen uns auf ein Piratengrimassenduell der Extraklasse. Da ist schon Buggy, der Vizekönig der Grimassen gegen... Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Zeig's ihm, Buggy. Hier kommt... Stinkend Strabismus Fiesling. Okay, jetzt bin ich an der Reihe. Zeig dich von deiner schlechtesten Seite, Guybrush. Beweis dem egalitären Narren, wer hier der Chef ist. Schau dir das mal an. Okay. Okay, okay. Das ist quasi wieder sowas wie... Hier kommt... Stinkend Strabismus Fiesling. War's das? Ja. Warst du nicht dabei, als ich etwas über Originalität erwähnte? Oder bist du so ein erbärmlicher Pirat, dass du meine Grimassen bis aufs i-Tüpfelchen kopieren musstest? Also wirklich, Guybrush. Was ist? Ich habe meine persönliche Note angefügt. Er hätte ebenso gut in einen Spiegel schauen können. Das war demütigend. Chill mal. Du bist mir ja so ein mächtiger Pirat. Autsch. Autsch. Zu schade, Alter. Es ist dir einfach so aus der Hand gerutscht. Pass auf, sie wird ihren Fehler bemerken und dann zurückeilen. Warte. Warte. Also, Piratengrimassen. Du solltest dir vielleicht vorher noch ein paar Becher gönnen, damit du dich von miserabler Peinlichkeit zu schlichtem Versagen steigern kannst. Au. Okay, also der will so ein Piratenduell. Lass mich hier! Es ist verschlossen. Da, komplett unverschlossen. Mein Haken ist ziemlich praktisch. Aber manchmal vermisse ich die alten Greiferchen. Sacre bleu. Die Moleküle bauen sich auf. Die Formel verwirklicht sich. Wissenschaft! Ich habe hier Wissenschaft! La mort est tuée. Bitte was? Ich kann kein Spanisch. Weh dir, törichter Sterblicher! Du hast die sichere Verdammnis all deiner fleischigen Artgenossen heraufbeschworen, der Zorn Murrays wird! Richtig, sehr lustig. Hi, Murray! Threepwood!
Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen. Er ist back. Lang nicht mehr gesehen. Wie wurdest du hier drin gefangen? Ich bin nicht gefangen. Okay. Was hast du getan, bevor du dich entschlossen hast, es dir in einer Schatzkiste, die in einer Seekuh steckt, gemütlich zu machen? Nun, meine Legion von untoten Soldaten hat eine Armada spanischer Klipper in die Knie gezwungen, als ein mächtiger Sturm unser Schiff kentern ließ. Ich kann mich nicht erinnern, von einem Kampf mit der spanischen Armada gehört zu haben. Ha! Als würde jemand mit dem Leben davonkommen, um diese Geschichte zu erzählen. Brauchst du etwas Hilfe? Hilfe? Ha! Hilfe! Ich werde dir ein Ende setzen. In Ordnung. Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Murray. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Wie bitte? Vielleicht mich mitnehmen. Oh, du hättest gern Hilfe. Auf geht's, Kumpel. Ah, hier drin ist es dunkel. Und warum stinkt es hier so nach vergammelter Marmelade? Gut. Das heißt, wir können ja ihn auf Santino setzen. Eine Ansammlung gelber Gallensäure. Vor der sollen wir uns ja in Acht nehmen. Dafür bräuchten wir wahrscheinlich ein Gefäß oder so, um das aufzunehmen. Was haben wir hier noch? Komische Beutel. Ekelhaft. Damit kommen wir also schnell von A nach B hierhin, um Stuff zu machen. Auf der Gedenktafel steht Fischeis Alabaster, anarcho-sozialistischer Pirat und Philosoph. Ich hoffe, mein Porträt hat eines Tages auch so eine schicke Gedenktafel. Verschmutzt und vergessen in den Gedärmen meiner Seekuh. Okay. Was ist das da? Ich komm da nicht dran. Das stimmt wohl. Ich komm da nicht dran. Feucht, aber nützlich. Und ekelerregend, nach wie vor. Morgen kommen. Was hey, Mo. Was ist denn? Hey, was ist denn mit dir los? Ich dachte, du wärst mein größter Fan. Ich bin ein Fan. Allerdings dachte ich, dass ich Fan eines skrupellosen Freibeuters und nicht eines sensiblen Patissiers wäre. Hey, Patissiers sind knallharte Jungs. Dir ist doch klar, dass du nicht dein Leben lang Kehlen durchschneiden und anderen die Hände abnehmen kannst. Ach ja? Ja? Gib fein Acht. Arr! Arr! Jo, das ist eine neue. Ich füge das zu meinem Piratengrimassenrepertoire hinzu. Okay. Wenn ich deine Beweglichkeit nur für das wahre Böse nutzen könnte. Hallo. Was geht? Hebe das Glas. Ich hebe das Glas. Gerechter. Was ist denn der Anlass? Obstdienstag, Junge. Obstdienstag. Wuhu. Geil, oder? Zieh. Wenn ich deine Beweglichkeit nur für das wahre... ist nicht zum Aufdecken. Kommst du oft hierher? Arr! Hab dich zu Tode erschrocken, was? Was ist mit den Nein-Stimmen? Ich war nicht derjenige, der dich tötete. Oder doch? Bis dann. Ich dachte, wir könnten den einfach austauschen. Dieser Schädel sitzt richtig fest. Wir müssen den erst abmachen. Ich muss mich... Da, jetzt ist er nicht mehr fest. Und... Hey Moose, wusstest du, dass heute der Umarmer einen Ottertag ist? Okay, ist nicht davon wahr. Selbst. Darauf trinke ich einen. Dass die Autoklappe fehlt, ist egal. Fleetwood, du hast den größten Fehler deines Lebens begangen.
In meiner neuen körperlichen Form werde ich diese Länder abfackeln, nur um sie nach meinem ruchlosen, allmächtigen Abbild wieder aufzubauen. Und? Gefällt dir dein neues Outfit? Das tut es. Santino, Bruder, möchtest du mir dabei zusehen? Die Menschheit verspricht mir ihre Treue. Unsere Bruderschaft ist ein Band, das in den Flammen der Hölle geschmiedet wurde. Vielleicht werde ich mich einen Augenblick an dieser Bruderschaft weiden. Bevor du die Welt abfackelst? Terror wird über diese Seekuh hereinbrechen. So viel steht fest. Schön, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tales of Monkey Island wieder. Bis dahin, haut rein.